Seit heute ist die CeBIT 2008 für die breite Masse offiziell eröffnet. Das ist auch unser FDD-Thema am heutigen Dienstag. Schönen guten Tag. Die Messe steht ganz im Zeichen von Green IT, also von energieeffizienter Technologie. So zeigt Fujitsu Siemens einen besonders stromsparenden PC. Ansonsten haben wir noch eine Neuheit, die wir hier zeigen. Wir zeigen einen Monitor, der im Standby gar keinen Strom mehr braucht. Wenn Sie also den PC runterfahren, brauchen Sie heute typischerweise noch 2-3 Watt an Standby. Und dieser fährt einfach komplett runter, wird vom Netz richtig getrennt. Darüber hinaus spielt das Thema Mobilität auf der Messe eine wichtige Rolle. Auf der Grundlage von UMTS stellt Ericsson die Neuheit Long Term Evolution vor. Eine Technologie, die es ermöglicht, hochauflösende Fernsehbilder auf mobilen Endgeräten darzustellen. Schon in wenigen Jahren soll dadurch HDTV via Mobilfunk möglich sein. Wir glauben damit, dass mit Long-Term Evolution die Voraussetzung dafür geschaffen ist. Und Long-Term Evolution werden die ersten Mobilfunkbetreiber in Europa ca. 2010 einführen. Jetzt ist ja Handy-TV oder mobiles TV zur Fußball-EM in diesem Jahr ein großes Thema. Ist das, was da angeboten wird, denn jetzt schon wieder alt und überholt? Nein, ich würde nicht sagen, dass es alt und überholt ist. Es ist der Stand der heutigen Technik, aber die entwickelt sich weiter und 2010 wird es schon ganz ein Quantensprung weiter sein. Long-Term Evolution ist also noch Zukunftsmusik, doch es gibt in Hannover auch Produkte zu sehen, die schon jetzt verfügbar sind. Dazu gehört ein Navigationsgerät, das auch Berge und Täler dreidimensional anzeigt und zugleich per Sprachsteuerung bedient werden kann. Allerdings haben wir Navigationsgeräte eher auf einer Auto- und nicht primär auf einer IT-Messe vermutet. Die CeBIT ist ja keine reine Computermesse, sie ist eine Messe für Kommunikationselektronik, für Consumer Electronics. Und aufgrund des großen Interesses, das derzeit an Navigationssystemen, an PNAs besteht, sind wir hier genau richtig aufgehoben. Auch Microsoft fühlt sich auf der Messe gut aufgehoben. So versucht der weltgrößte Softwarehersteller den Spagat zugleich Unternehmen und Privatanwender anzusprechen. Ja, also wir grüßen ja, wie auch viele andere Aussteller, dass die CeBIT sich entschieden hat, auch in diesem Jahr Privatanwender und Businesskunden anzusprechen. Und das finden Sie natürlich auch auf unserem Stand reflektiert. Und ein Thema wie Technologie im Auto oder auch wie viel IT steckt im Brötchen, das interessiert nicht nur Privatanwender, das interessiert auch den einen oder anderen Businesskunden. Es sind immer mehr Aussteller in den letzten Jahren der CeBIT ferngeblieben. Sie sind da. Was versprechen Sie sich denn von der diesjährigen CeBIT? Ja, dasselbe wie auch in den vergangenen Jahren. Viel Kontakt mit Kunden und Partnern, weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist, sozusagen die ganze Produktpalette von Microsoft auch mal im Gesamt zu sehen. Und das wird von den Kunden und Partnern auch entsprechend honoriert und quotiert. Wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie die CeBIT. Wir waren auch da, hat Spaß gemacht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis morgen früh um 7 mit dem Kollegen Nicolas Lieven und dem Business AM. Bis dahin, tschüss.